Mann, da ist Mrs. Peel. Einer von uns muss mit ihr reden. Wer als erstes ein Slushy ausgetrunken hat, ist aus dem Schneider. Auf die Plätze, fertig, los. Wieso haben Sie vor, meinen Mann zu entlassen? Also, Mrs. Peel, wir können kein Bett. Lass das. Es ist so kalt. Mrs. Peel, auch wenn Dr. Turk zurzeit außer Gefecht gesetzt ist von einem eiskalten Kirschgetränk, ist er trotz allem ein sehr guter Chirurg. Gefunden hat er allerdings nichts und ich bin eine sehr gute Ärztin. Und habe auch nichts gefunden. Vielleicht bildet sich Ihr Mann die Schmerzen nur ein. Letzte Woche saßen wir alle vor dem Fernseher. Und da hatte solche Schmerzen, dass er nicht mehr ins Badezimmer kam. Also hat er sich in die Hose gemacht, auf der Couch, vor den Augen unseres Sohnes. Haben Sie dafür eine Erklärung? Vielleicht lief gerade ein wirklich gutes Spiel im Fernsehen. Unwahrscheinlich.